Wir sehen eine Variante, um das Sprunggelenk zu kräftigen. Möglichst nicht in der frühen Phase nach Verletzungen, eher in der Phase, wenn man wieder kurz vorm Einstieg in den Wettkampf ist. Die Variante stärkt das Sprunggelenk, aber natürlich bewegen wir uns ja in den meisten Sportarten in alle Richtungen und deswegen ist es wichtig, auch das Sprunggelenk daraufhin vorzubereiten. Was noch anzumerken ist, das ist auch eine gute Variante, um das Kniegelenk auch in einer entsprechenden Reha-Phase wieder in auf diese Belastungen vorzubereiten. Ziel ist es, kontrolliert, langsam, einem Bein, mit den kleinen Hüftbewegungen, Oberkörperspannung aufbauen, mit den Armen immer schön ausgleichen, ausbalancieren. Ja, genau. Frontal nach vorne. Jawohl, langsam wieder hoch. Phase nach Verletzung, das große Band beispielsweise, was wir als Thema haben, ist schon sehr fortgeschritten. Kurz vor Wiedereintritt in den Wettkampf, Leistungsbereich, sprich Mannschaftstraining oder sonstiges. Sprünge führen wir in alle Richtungen aus. Fußgelenk, muss in diese Drehpositionen intensiv halten, arbeiten, sprich Bänder, Muskulatur, werden auf Extremsituationen vorbereitet. Thema, genau so. Je sicherer man sich fühlt, je fitter man ist, kann man das Ganze noch ein bisschen temporär variieren. Ganz wichtig, um diese Übungen zu machen, muss der letzte Fuß schon deutlich schmerzfrei sein. Es muss schon die gute Aufbauphase, die erste Reha-Phase abgeschlossen sein. Es geht darum, im Prinzip den letzten Schliff für die extreme Belastung